Willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Im letzten Part haben wir Javian Ende bereitet. Und jetzt gehen wir nicht zurück zu Heromont, denn ich habe nicht vergessen, dass wir noch die Truhe looten wollten. Außerdem haben wir gemerkt, dass wir doch... Wieso hat es hier jetzt... Achso, das Event geht in beide Richtungen. Ich bin einfach das Autosave-Event gelatscht, alles klar. Ja, das rote Stahlschwert, das ich Alistair gegeben habe, habe ich tatsächlich gekauft vor einer Weile. Habe ich voll vergessen. Ja. Wird erledigt. Oh, das war nicht der Schlüssel. Lol. Wo hätte ich... Na, egal. Dann sei es drum. Dann gehen wir jetzt zu Heromont und geben die Quest ab. Weil das dürfte dem jetzt doch einen ganz ordentlichen... Moment, falsche Tür. Einen ganz ordentlichen Buff an Beliebtheit geben. Jetzt hat es nicht getriggert. Ja, komisch. Vielleicht triggert es einfach nur allgemein, wenn ich den Raum verlasse. Ach, dafür war Javias Schlüssel. Hier sind Futtertröge. Okay. Na dann. Mal gucken, wo der Gang hinführt. Man jetzt. Bei den Bärten all meiner Ahnen. Wie seid ihr? Wo kommt ihr her? Ihr habt ein Loch in meine Wand gemacht. Dieses Loch führt zu einem Tunnel im Versteck der Carter. Ach, wirklich? Verdammt! Wenn davon jemand erfährt, bin ich ruiniert. Alle werden denken, ich hätte etwas mit Javia zu tun. Ihr wusstet nichts davon? Nein, ich habe mit denen nichts zu tun. Das sind Verbrecher. Dieser Teil der Stadt wurde anscheinend über einem alten Tunnelsystem errichtet. Ich schwöre, ich hatte davon keine Ahnung. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich will damit nichts zu tun haben. Und wenn jemand kommt und danach fragt, sage ich, dass ihr es wart. Wer ist dieser Typ und wieso haben wir eine Quest bei dem? Ihr schon wieder? Wollt ihr etwas kaufen oder eine andere Ecke meines Ladens in Schutt und Asche legen? Ach, das ist der Vater von der einen, die Magierin oder Magie studieren wollte. Ja, hat sie euch belästigt? Sobald sie den Gestank der Oberfläche riecht, lässt sie nicht mehr locker. Wie eine Klette. Schon gut, sie hat mich nicht belästigt. Gut. Aber sagt mir Bescheid, sobald sie euch irgendwie stört. Sie will Magierin werden. Nicht ganz, sie will Magie studieren. Dieses Mädchen. Ich sage ihr seit Jahren, dass sie diesen albernen Plan aufgeben soll. Magie ist Menschensache. Wenn Dagna Erleuchtung möchte, kann ich sie zu einem Lyrium-Bearbeiter in die Lehre schicken. Es tut mir leid, dass sie euch belästigt hat. Sie ist überaus klug, sollte sie nicht tun lassen, was sie möchte. Passt zur Mentalität, oder? Ja. Ja, eigentlich schon. Sie ist eine Schmiedin. Die Ahnen haben sie uns gegeben, damit sie diese Rolle ausfüllt, statt etwas zu erstreben, was kein Zwerg je können wird. Vielleicht lenkt es euch ein wenig ab, wenn ihr euch in meinem Geschäft umseht? Ach, ich möchte beim Studium der Magie behilflich sein. Eigentlich schon, weil dieses Kastensystem müsste ja eigentlich unserem Denken widersprechen, weil die Elfen haben ja eher so eine Wir-sind-ein-Volk-Mentalität. Weil wir denken ja an Paul, der eigentlich ein Stadtelfe war, geboren, aber zu den Dalish wollte und mit offenen Armen empfangen wurde. Sprich, mit diesem Kastensystem dürften ja Luva selbst eigentlich so auch nicht viel halten. Wisst ihr überhaupt, was das bedeutet? Wenn Dagna zur Oberfläche geht, verliert sie ihre Kaste und kann in Orsama nie mehr arbeiten oder heiraten. Zwerge sind nicht magiebegabt und Dagna weiß das. Es ist nichts als ein hartnäckiger Kindheitstraum. Bitte schickt sie zurück, wenn ihr sie seht, damit ich sie zur Vernunft bringen kann. In den Laden zeigen das mir trotzdem. Ihr schon wieder. Wollt ihr etwas kaufen oder eine andere Ecke meines Ladens in Schutt und Asche legen? Zeig mir einfach deine Ware. Natürlich. Vergesst nicht, wir tauschen auch. Ach, auf einmal. Fallenplan, 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 Zeug, Krempel. Was ist denn das?
Der ist nicht schlecht. Aber auch nicht schlecht teuer. Okay, nichts direkt interessant. Okay, die ist interessant, aber die ist viel zu teuer. Aber entscheidend ist ja auch, was ich loswerden kann. Also, den behalte ich. 27. Ach, die hatte Alistair vorher. Die kann auch gesockelt werden, aber nee, das ist rotes Stahlschwert besser. Egal, den behalte ich mal noch. Schaden 6,6. Ja, okay, dann kann der weg. Gravierter Streitkolben. Ist nett, aber nicht gut genug, nicht mehr. Die behalte ich beide. Wobei. Die sind von den Werten her identisch. Nur der geht halt noch diese Boni. Beide haben gleich viele Sockelplätze. Ich behalte trotzdem mal noch. Den Zauberstab können wir eigentlich weggeben. Bei Morgan hat er jetzt einen anderen. Ja. Okay, zwergischer Helm Viridium und Helm des Kommandanten, der konnte weg, genau. Dich behalte ich noch. Die Silberitanschuhe behalte ich ja. Die können weg. Die können weg, beide. Krempel. Ich behalte mal das Staubfresserzeug. Wenn ich da was gucken will noch. Viridium. Ich habe hier Silberit und Graueisen. Da brauche ich eigentlich keine Viridium-Rüstung mehr. Kann weg. Das behalte ich. Ach ja, da sparen wir ja noch für. Morrigans Robe. Die behalte ich mal noch. Eid des Wächters, den behalte ich auf jeden Fall. Das Zeug brauche ich alles noch. Das Todeswurzel-Extrakt werde ich, glaube ich, nie brauchen. Die Geschenke wollte ich noch gucken, wofür die sind. Wobei ich bei vielen doch schon weiß, wofür die sind. Ich bei vielen bei ein paar. Saphir, der kann weg. So, das hat Morrigan ja nicht gewollt. Das haben wir versucht. Das heißt, das sind wahrscheinlich, für Liliana. Das wird wahrscheinlich auch entweder für Liliana oder Alistair sein. Tiefenpilze brauche ich eigentlich. Okay, wir haben mal ein bisschen Platz geschafft. Achso, das war das Irrlicht von Morrigan. Dachte, hey, was da aufploppt. Gut, dann jetzt nochmal zu Harrowmont. Die Quest mit Javia abgeben. Nax habe ich keine mehr gefunden, oder? Atrust Vala, meine Nackfängerfreunde. Nein. Du nackst aber echt gut Silber. Weil man da bloß ein bisschen für aufpassen musste. Sag ich jetzt, ich will nicht wissen, wie viele Nacks ich schon verpasst habe. Lord Balen schwört den grauen Wächtern Rache. Expertenmeinungen zufolge ist er wie ein tollwütiger Oberflächenhund und verdient die Königswürde nicht. Jo. Ist auch eine Ansicht, ne? Harrowmont, ich habe Neuigkeiten für dich. Ich habe es gehört. Javia und ihre Kater sind tot. Es war vermutlich vermessen anzunehmen, sie würden sich ergeben. Richtig. Ich habe ihnen Gnade angeboten, aber sie wollten lieber kämpfen. Wären nur einige aus der Adelskaste auch so loyal. Ich werde mein Wort nicht brechen. Aber als Balin von Javia erfuhr, hat er die Einsätze ein wenig erhöht. Er wird in den nächsten 2 Tagen eine Wahl erzwingen. Laut Gesetz darf die Versammlung währenddessen keine andere Bitte anhören. Um euch Truppen schicken zu können, brauche ich ein letztes Mal eure Hilfe. Wisst ihr etwas über den Paragon Branka? Das endet wohl nie. Ja.
Ich kenne den Namen. Die Versammlung hat sich zum Paragon gemacht, weil sie einen neuen Brennstoff erfunden hat. Ja, er ist rauchlos und hat die unterirdischen Essen sicherer gemacht, als sie es je waren. Vor 2 Jahren ist sie mit ihrem ganzen Haus in die tiefen Wege gezogen, um alte Geheimnisse zu lüften. Seither hat niemand mehr von ihr gehört. Wenn sie zurückkäme und eine Empfehlung für den Thron ausspräche, müsste die Versammlung aus Gründen der Ehre ihren Wunsch akzeptieren. Seid ihr sicher, dass Branka euch unterstützen würde? Ich kann nicht sagen, was sie tun würde. Sie war immer schwer einzuschätzen. Sie wollte nie ein Paragon sein. Es ging ihr immer um ihre Kunst, nie um Politik. Aber eine der brillantesten Zwerginnen, die Orsama je gesehen hat. Branka hasste die dunkle Brut von ganzem Herzen. Sie wäre auch eine wertvolle Fürsprecherin, was euren Vertrag angeht. Klingt gut. Gibt's einen Grundannahme, dass sie noch lebt? Ihr gesamtes Haus hat sie begleitet. So viele sind nicht leicht zu töten. 2 Jahre. Das doch bringt Beweise für ihren Tod oder ihre Leiche mit, um sie dem Stein zu übergeben. Dann hätte sie immerhin als Ahnin meine Hand zu ihren Überresten geführt. Von mir aus. Meine Männer haben Brankas Spur bis zu einer alten Kreuzung verfolgt, die Carradines Kreuzung genannt wird. Sie liegt viele Meilen unter unseren üblichen Wegen. Aber ich habe eine Karte, die euch hinführen wird. Geht einfach durch die Minen in die tiefen Wege. Nochmals danke. Mögen die Ahnen eure Schritte leiten. Ich überlege gerade, wozu haben die Elfen nochmal gebetet. Die Zwerge haben die Ahnen, also Paragons. Die Menschen natürlich den Erbauer. Schrägstrich Andraste. Die Elfen, die Schöpfer, glaube ich, oder? Aber auch mehrere, glaube ich. Bin mir gerade aber nicht sicher. Könnte aber auch im Kodex stehen. Zur Lesestunde kommen wir noch. Nicht so schnell, weil wir haben noch einiges vom Spiel vor uns, aber wir werden zur Lesestunde kommen. Und ja. Ich werde reichlich Wasser bereitstellen müssen. Wo laufe ich eigentlich hin? Die tiefen Wege sind da hinten. Glaube ich, oder? Ja doch, da hinten war der Zugang, wo uns der eine Typ nicht durchlassen wollte. Habt es also ernst gemeint, als ihr sagtet, dass ihr Branka helfen wollt? Hm? Ich bin Orgrin. Ich weiß nicht, ob ihr euch an mich erinnert. In letzter Zeit scheinen mich die Leute ständig zu vergessen. Oder sie ignorieren mich. Ich habe es vergessen. Ich glaube, sie ignorieren dich einfach. Ihr seid Brankas ehemaliger Mann. Ich bin immer noch ihr Mann. Und außerdem bin ich der Einzige, der sich für sie als Person interessiert. Alle anderen sehen sie einfach als ein Symbol, das man in den tiefen Wegen zurücklässt, wo es niemanden mehr belästigen kann. Ich weiß, was Branka hier wollte und wie sie danach gesucht hat. Und ich nehme an, ihr wisst alles, was Harrowmonds Männer über den genauen Ort herausgefunden haben, an dem sie verschwunden ist. Wenn wir unser Wissen miteinander teilen, können wir Branka vielleicht finden. Wenn nicht, viel Glück. Folgen mir nicht schon genug bewaffnete Irre. Werdet ihr euch benehmen? Wir reden über die tiefen Wege. Ich werde dunkle Brut erschlagen. Etwas anderes zählt ja wohl nicht, oder? Branka war brillant, aber leider ergab bei ihr 1 und 1 viel zu oft 12. Was? Wenn ihr sie finden wollt, braucht ihr jemanden, der weiß, wie sie denkt. Der Spruch ist interessant. Und wieso denkt ihr, dass ihr mir vertrauen könnt? Ach, ich bin keine verdammte Elfenmaid, die nur herumsitzt und darauf wartet, dass ein strahlender Held vorbeikommt und ihre Probleme löst. Racist! Ich bin ein verfluchter Krieger. Ich will sie zurückholen. Und ihr wäret nicht hier unten, wenn ihr das nicht auch wolltet. Branka hat nach dem Amboss der Leere gesucht. Er ist die vielleicht wichtigste Erfindung in der Geschichte Orsamars. Der Schmied Carradine hat ihn hergestellt und dank ihm lebte Orsamar 100 Jahre in Frieden. Die auf dem Amboss geschmiedeten Golems beschützten die Stadt. Soweit man weiß, wurde der Amboss im alten Ortenteig hergestellt. Dort wollte Branka mit ihrer Suche beginnen, vorausgesetzt, sie kann ihn finden. Sie wusste nur, dass er jenseits von Carradines Kreuzung liegen muss. Seit 500 Jahren hat niemand mehr diesen Teig gesehen. Ja, Harrowmond hat uns diese Karte gegeben.
Wenn wir gehen wollen, sollten wir endlich aufbrechen. Branka wird sich verdammt nochmal nicht selbst finden. Also dir einen Grund geben, warum die nicht mitkam, warum die nicht zurückkam. So, damit ist Dan raus. Dann? Und Orgrin ist drin. Oho. 13. Wie ist denn der Junge geskillt? Nee. Viel zu viel Stärke, viel zu wenig Konsti. Wie erwartet. So, er ist ein Berserker. Also schon mal eine Klassifizierung. Und hat ziemlich gute Skills bisher. Er kann noch. Er hat zwar Bedrohen an, von mir aus. Oh, Todesstoß, sehr schön. Rassenfähigkeit. Also klar, stimmt, die Magieresistenz. Das ist gut für einen Krieger. Allein deswegen lohnt sich schon. Und halt hier der ganze übliche Zweihand-Klim-Bim. Alles klar. Ja, er hat uns gerade angerülpst. Das mache ich mal noch nicht an. Achso, wie sieht denn dein Taktikfeld überhaupt aus? Hier. Das ist in Ordnung. Was macht Kampfrausch nochmal? Ja, okay. Gut. Und dann würde ich sagen, Zuneigung mal ein bisschen verbessern. Genau dafür ist der ganze Plunder hier. Was hat er hier an? Einer für den Graben. Plus eins Konsti. Cool. So. Jason Beutel mit Met. Kipp runter. Bei meinen Ahnen, das ist ein wundervolles Geschenk. Krug des Königs der Seitengassen. Auf Ex. Bei meinen Ahnen, das ist ein wundervolles Geschenk. Ich dachte, ich hätte mehr. Ist das schon mal was? Ich teste mal noch die Stahlarmschützer. Ja, das kann nicht schaden. Okay. Ich würde aus jedem Geschenk das Bestmögliche rausholen. Das ist nicht verwerflich. So, aber wir sind auch noch nicht fertig. Inventar. Nee. So und so. Was hast denn du hier? Was ist das denn? Da die Crit-Chance eh lächerlich ist, die hat einen besseren Stärkemodifikator. Und die ganzen... Ja, du kriegst mal den hier. Sieht ulkig aus. So, Rüstung, was trägt denn der Gute? Ihn mich die Beste geben, die Beste kriegt Alistair. Rüstung der Gewissenhaftigkeit. Schwere Plattenrüstung, roter Stahl. Hat sogar der zu wenig Angriff für. So, die kriegt Alistair, sobald er kann. Wobei... Nee, die kriegst du jetzt und Alistair kriegt die hier, sobald er kann. 36 Stärke. Hm, ja, von mir aus. Schuhe, hast du gerade die besseren? Die kriegt auch Alistair, sobald er kann. Moment, bist du nicht schon nichts können? Ja, könnte. Hat er bewusst nicht gekriegt. Hier, die wollte ich ihm geben. Was zusammen mit der Gewissenhaftigkeitsrüstung sicher einen Gegenstandsset-Bonus gibt. Aber die kann ich immer noch tauschen. Jetzt kriegst du erstmal Orgrin, weil der kannst du tragen. Ja. Die Schuhe dazu habe ich leider nicht. Aber den Helm kann ich dir noch geben. So. Noch gleich mal ein bisschen edler, ne? Abgesehen davon, dass es mit Orgrin ziemlich geile Gefährtendialoge gibt. Passt auf euch auf da draußen. Ah nee, hätte ich jetzt nicht gemacht. So, Dukenteig. So liegt da. Na egal. Carradins Kreuzung. Kampf in 3, 2, 1. Einfach so durch. Carradins Kreuzung.
Unglaublich, dass Harrowmont diesen Ort tatsächlich gefunden hat. Und Belen auch. Das hier war einst eine der größten Kreuzungen des Alten Reichs. Von hier aus kam man überall hin, auch zum Ortenteig. Vermutlich zumindest wegen den Typen da vorne. Also wisst ihr, wohin wir von hier aus müssen? Ei, Branka hat Karten des Alten Reichs gefunden. Hier ist so viel eingestürzt, dass es nicht ganz einfach ist. Aber ich würde sagen, wir sind auf dem richtigen Weg zum Ortenteig. Seht ihr schon Spuren? Noch nicht. Aber ihr könnt mir glauben, dass sich das ändert, sobald wir auf dem Weg zum alten Ortenteig sind. Sie war auf dem Weg zu Carradines Zuhause. Verglichen mit der Luva sind Zwerge gar nicht mal so gleich. Na klar, neben Alistair. Na gut, gehen wir. Ich warte seit zwei verdammten Jahren darauf, dass jemand das sagt. Und ich habe nach wie vor nur zwei Lederfetzen an. Wieso kriege ich keine vernünftige Rüstung für einen Schurken? Ah, okay, Wegmarkierung. Lohnschläger, ja, das sind Belens Leute. Nun, wen haben wir denn hier? Ein paar von Harrowmonts kleinen Lakaien. Zeigen wir ihnen, wer König ist. Das klingt nicht so, als ein Lohnschläger, egal. Erstmal auf die Magierin, bitte. Sehr schön. So, Betäubung und... Na, jawohl. Ogryn geht ab. Guck, wie viel Schaden der drückt. Wenn er mal trifft. Wenn er mal trifft, habe ich gesagt. Stirbt er mal bitte? Ogryn. Danke, jetzt hat er getroffen. Und der hat gut Schaden gemacht. Ich habe vergessen, die Waffe zu buffen. Geisterscherbe. Mächtiger Wundumschlag. Natürlich. Und 43 Silber. Mal gucken, wie viel von den Orschis wir noch treffen. Nicht sonst natürlich dunkle Brut, ne? Was? Ist klar. Ihr seid doch betrunken, stimmt's? Hä? War das eine Frage? Hat sich nicht so angehört. Wie im Namen des Erbauers schafft ihr es, ständig betrunken zu sein? Haben wir so viel Alkohol überhaupt bei uns? Neidisch, hä? Ein bisschen schon. Warum kann ich nicht ständig betrunken sein? Ich darf nie betrunken sein. Würdet ihr mehr Wein trinken, wärt ihr nicht immer so weinerlich. Okay, dann würde ich sagen, kriegt Ogryn im nächsten Level ab 2 auf Stärke und 1 auf HP. Einfach HP, weil er mit der HP hat. Und Stärke mit die andere Rüstung tragen kann, damit wir diesen Gegenstand Set Alistair geben können, weil der ist halt immer noch der Taunter. So, da geht's rein und hier nicht. Das heißt, hier wird man wohl abbiegen müssen. Und da sehe ich schon Gegner. Dunkle Brut? Oder nochmal die Belen-Oschis? So, sind ja nicht viele. Tiefenlaura. Das ist dein Ende. Echt jetzt? Halt, der führt uns doch garantiert irgendwo hin. Das schreit nach Falle. Hopp mal rum. Und halt. Wird erledigt. Mal gucken, was der wieder reagiert. Oh, ihr habt ja eine große Aggro-Range. Ich werde nicht wanken! Es ist etwas lächerlich hier gerade. Möchte ich kurz anmerken. Dann soll es so sein!
Ja, dann kill ihn bitte endlich. Wie töricht. Komm, ein Treffer. Musst auch treffen. Jetzt erlebst du Hallo? So. Und jetzt vorsichtig. Oh, Codex. Tiefenlaura. Cool. Ach, bloß die paar. Von mir aus. Ich dachte schon, hier kommt jetzt eine nennenswerte Falle oder so. Frau Grün, könntest du bitte? Danke. Ich liebe den Kerl. Ah, wusste ich's doch. Hallo? So, und jetzt fokussiert auf ein Ziel. Da. So, Nummer 1. Nummer 2. Nein. Nicht fokussieren, passt das sowieso. Das heißt jetzt auf den da bitte. Es ist ein Tiefenlaura. Also ich glaube, der hat nicht so arg viel Selbstwertgefühl, Morrigan. Wir haben ja null Chance. Okay, nevermind. Ich würde hier einfach draufhauen. Jeder, wie er Bock hat. Und nach dem Orsama-Scheiß gehen wir dann zu Sandal und was in den Hammer verzaubern. Kleiner blutiger Sack. Mit einem Kopf in einem Sack. Codex. Von mir aus. Erledigt. Schwere zwergische Rüstung Viridium. Das ist genau das, was Orgrid gerade. Was Orgrid vorher hatte, oder? Ja. Und die lässt sich nicht stacken, nehme ich an. Nee. Aber verscherbelt kann man die. Lebensstein, den brauche ich jetzt wirklich nicht. Mal ein bisschen Inventarmanagement hier betreiben, bevor ich wieder zumülle. Wie laufig ist. Merkwürdige Kreatur. Ja, die Masse macht's, wa? Wie ihr meint. Oh, das ist neu. Gut, dann Morrigan. Einmal bitte den hier. Ja. Und dann den hier. So, wieder einer weniger. Orgren. Tiefenlaura sind halt echt keine nennenswerten Gegner. Trotzdem ab und zu mal speichern. Sollte nicht schaden. Ja, das war klar. Aber wie ich schon sagte, nennenswerte Gegner sehen anders aus. Da können wir wieder schießen, wie er Bock hat. Ja, die machen keinen Schaden. Trotzdem hier eine Kleinigkeit zum Unterstützen. Nein, Morrigan haben sie immer noch nicht. Hallo, gehst du weg von mir? Blödes Kackvieh. Danke. Oh lol, da war noch einer. Jetzt nimmer. Ein Glück looten nicht alle irgendeine Scheiße, sonst wäre das Inventar ja sofort voll gemüllt. Oh lol, da ist noch einer. Wieso habe ich Zielen eigentlich, wenn du dann sowieso nichts triffst, Mädel? Nimm dir mal ein Beispiel an Morrigan, die hat noch nicht verfehlt. Ist hier irgendwas?
Oh, ist es. Lyriumstaub. Das nehme ich mal. Man kann Morrigan? Ja. Kann sie. Warum nicht? Von denen haben wir nicht mal viele. Wir haben genug Fläschchen. Okay, also Lyriumstaub ist dann doch worth. Oh Gott, das sind schon wieder massenweise. Die gucken wir uns im nächsten Part an. Bis dahin, ciao.